ich mache weiter, plane weiter und werde das dann später slash morgen oder spätestens übermorgen alles fertig haben. Ich weiß nicht, ob ich alles auf einmal schaffe, da brauche ich doch einige Stunden. Das geht alles alleine, Masset Accord. Ich glaube sogar, man muss wieder reinbuttern. Mani auch noch. Da muss ich mal gucken hier. Kredit aufnehmen. Bis später. Viel Spaß beim Musiken. Das war der Musician Technikus, meine Damen und Herren.
Sector 3 is 0.7 off the base. Der Gino macht es schon, keine Angst mehr, Freund. Gino Main. Dann kurz mal hier. Moment. AFK. Das blöde Ding hier zumachen, Alter. Wenn ich immer genau in die Fresse zieht. Eieieiei. Okay. Wieder da. Der Gino. 27,1 Grad. Es ist so schwül, ist der Wahnsinn. Alexa, wie viel Grad ist es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 26 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 14 Grad erwartet. 27,0 jetzt hier. Mal was nehmen hier. Ein Ausseilen mit euch. Aber ich glaube, ich bin mit dem Auto fertig. Ich finde es trotzdem gut. Soweit getestet, finde ich eigentlich okay. Auf dem Nürburgring fand ich es komisch, aber ich finde es trotzdem gut. 47,471. Ist, glaube ich, das Beste, was ich schaffe mit meinem Skill. Ohne jetzt noch 100 Runden fahren zu müssen. Und vielleicht noch ein paar Zehntel da und hier rauszuholen. Nur die Kurven verstehe ich halt immer noch nicht, wie ich die nehmen soll, dass das am entspanntesten ist. So, noch mal probieren, gleich weiter auszuholen. Okay, nochmal die Aufwärmrunde. You can try to resist, try to hide from a kiss. Can't fight the moonlight. Klar. If it takes it is clear. Push now. Ich fahre jetzt dann gleich ein anderes Auto, weil das Auto habe ich echt. Also ich kann mehr aus dem nicht rausholen.
Da ist mein Skill zu begrenzt. Was ja auch okay ist. Wenn ich versuche, mehr auszuholen, bin ich irgendwie langsamer. Schreck mich doch nicht so hier, Gino. Ich habe wieder vergessen, dass ich hier aushol. Fuck. Sector 2 is 0.44 off the pace. Nicht eng genug. Ist halt die identische Zeit, ne? Also, wie gesagt, das ist halt das, was ich momentan am meisten rausholen kann. Mit meinem Skill in XP. Ausholen hier, bringt es was? Sector 3 is 0.5 off the pace. Was ich schon gut finde, dass ich zumindest die Runde erfahren kann. Fast auf die gleiche Zeit. Ich kann bestimmt noch hier und da ein paar Zehntel finden. Hier habe ich jetzt sehr, sehr früh gebremst. Mal schauen, ob ich schnell ausbeschleunigen kann.
Bergsteigen hier. Wieder was probiert, aber ich kann die Schikanen nicht enger nehmen. Wie wird hier gebohrt? Irgendwie neben mir direkt. Trotz, dass ich 0,7 hinterher lag, bin ich mit 0,3 angekommen. Was ich auch interessant finde, also habe ich 0,4 irgendwo gut gemacht, was ich normalerweise nicht gemacht habe. Wow, so weit nach außen bin ich noch nie. Da neben jetzt so ein Nöt. Alter. Diese Nebengeräusche hier sind sehr wild. Das will ich sogar vielleicht einen zweiten machen hier. Wie schnell raus beschleunigen kann. Probiere jetzt noch ein paar Sachen in diesen S-Kurven, aber das, wie gesagt, ist mein XP, meine Erfahrung, was sich jetzt nicht verbessert hier, weil ich nicht genau weiß, wo ich was ändern soll. Also mit ganz, ganz viel Schweiß. 1,47,4 mit dem Auto. Sag ich mal, mit ganz, ganz viel Kämpfen. Ich wollte halt die eine Kurve schneller nehmen, aber hat es nicht gebracht. Ich probiere jetzt zweiten da. Ich muss sagen, ich finde die Strecke schwer. Ist nicht einfach. Also perfekt zu fahren, schwer. Bisschen zu fahren, geht ja.
2 Meter, da kann ich ja nicht parken. Sektor 1 ist 0,5 off the base. Dann seid ihr born bei mir. So ist es, wenn alle um dich herum bauen und basteln, wie die Wahnsinnigen. Ja. So, das passt. Also mehr kann ich rausholen. Mehr kann ich jetzt nicht rausholen. Ferrari 147,4, Audi 148,4, okay. D'accord, Ferrari 149,1, AMG 149,8. Okay. Nico Rosberg. Es gab doch letztens einen Deutschen, der hat das ganz gut gemacht. Der hat gelabert und gelabert. Wieso immer Kompetition? Competizione. Gut, im Endeffekt ist ja egal. Hauptsache, man sagt einem, wo man bremsen soll und so. Wer oder was ist denn das hier? Ich kenne das nicht. Wer ist denn das? Muss man den kennen? Dann kriegt der gute Tom von mir wieder das volle Gehör. Ich sag nochmal danke, dass du da bist, Tom, und danke an die Zuschauer. Guckt es euch an, vielleicht ist es eine Hilfe für euch. Ansonsten starten wir, Tom. Das Start und Ziel. Ihr kommt da an, ihr beschleunigt ja aus der Kurve raus. Normalerweise bis zum fünften Gang. Haltet euch. So. Schauen wir mal dann genau, was der sagt. Was hat denn der für ein Ding? Bitte hier links. Hier ist eigentlich ganz nett, weil die Boxenausfahrt liegt hier ganz ordentlich. Da kann man sich nicht so viel in die Quere kommen. Gott sei Dank. Wo bremse ich ihn noch? Dann kommt er hier an. Ich würde euch empfehlen, hier, ihr seht unten wieder den braunen Fleck im Gras. Direkt an der Linie hier. Das ist so meiner Meinung nach der perfekte Bremspunkt. Ja, so beim 100er Schild kurz davor. Wenn ihr hier am braunen Fleck seid, hier anfangen zu bremsen, bitte übertreibt es nicht, fahrt nicht hier vor oder bis hierher. Manche fahren bis zu der weißen Linie oder bis zu dem Schild.
Könnt ihr gerne tun, nur dann müsst ihr, ihr nehmt nicht den Schwung von der ganzen Linie hier mit. Ihr bremst viel zu viel ab, dann müsst dann hier euch außen halten und kommt dann im Bremsen hier rum und quält euch dann hier um diese Kurve rum an dem Curb entlang. Hier übrigens gehe ich dann schon wieder aufs Gas. Deswegen bitte früher bremsen, den Schwung mit reinnehmen und dann im Schwung hier schon wieder aufs Gas gehen und raus beschleunigen und versucht, weil viele sind dann, die zu spät bremsen, die müssen bis hier rein bremsen. Das funktioniert nicht. Und dann kommen sie nicht rum. Dann kommen nämlich viele. Die Ideallinie wäre eigentlich hier so perfekt. Also bitte maximal auf diesen Körper. Wenn ihr rauskommt aufs Grüne, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, wenn ihr raus aufs Grüne kommt zu weit, ihr verliert extrem Grip beim Beschleunigen, da geht der, die Zehntel verschwinden oben, wenn er da von der Außen beschleunigen wollt. Am besten ist maximal bis zu den rot-weißen Curb und die in dem Bereich immer im Vollgas rausbeschleunigen. Wenn er so weit drüber geht, verliert er einfach die Beschleunigung hier und verliert hier bis zum nächsten Bremspunkt eigentlich schon Zeit. Dafür habt ihr in der Kurve eins gut gemacht, ein Zehntel oder zwei. Ihr habt da aber dann gleich wieder weg, die zwei Zehntel. Dann kommt ihr hier an, ihr bremst hier an dem Curb zu Beginn des Curbs an. Mhm. Und hier, bitte, auch schon, bestimmt schon einige gemerkt beim Üben, bremst hier an und zieht mit dem Auto bitte hier innen rein. Mhm. Hier, und versucht hier innen zu bleiben. Nicht da draußen, das Schwarze ist nicht die Ideallinie, das kann ich euch gleich sagen, da draußen habt ihr keinen Grip, ihr kommt um die Kurve nicht rum. Bleibt hier bitte innen, zieht hier innen an der Kurve entlang. Sobald ihr hier das Ende des versuche ich ja fast immer, ja, okay. Curbs seht, diesen weißen. So. Und seht auch hier auf dem Curb, der ist da etwas schwarz. Hier in dem Bereich, wenn ihr das richtig gemacht habt, könnt ihr hier in dem Bereich ins Vollgas gehen. Wenn ihr da außen rum eiert, eiert ihr ewig da außen rum. Rechts am Curb anbremsen. Ganz eng rum und hier Ende Vollgas. Und könnt überhaupt ins Vollgas gehen. Und wenn er da hier ins Vollgas geht, bleibt bitte mit dem Auto hier innen an der linken Seite. Fahrt okay. Nicht in die Mitte, bleibt hier außen, weil ihr habt hier außen dann, wenn ihr voll beschleunigt, den besten Punkt mit der meisten Geschwindigkeit hier Vollgas, um diese nächste Kurve in Vollgas durchzukommen. Wenn ihr zu weit rechts seid, ist die Kurve zu eng. Es geht zwar im Vollgas, aber durch das starke Lenken verliert ihr Geschwindigkeit. Das seht ihr immer schön, wunderschön im Delta, wenn ihr oben guckt. Wenn ihr die Kurve zu eng fahrt, läuft oben das Delta weg, weil ihr den Schwung einfach nicht aus diesem, bleibt ganz oben auf dem Berg im Endeffekt und zieht dann mit Schwung in diese Kurve rein, damit ihr hier den vollen Speed rausholt. Wenn ihr zu eng seid, verliert ihr beim Lenken, ihr müsst mehr einlenken und die Reifen fangen an zu rutschen ein bisschen und ihr verliert einfach Beschleunigung. Das ist einfach so, der Grip fehlt und die Beschleunigung fehlt einfach dann, wenn ihr zu eng seid. Ihr kommt hier Vollgas raus. Fahrt hier raus, hier habt ihr schon gemerkt, ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, ihr könnt ja die Strecke voll mitnehmen, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Strecke nicht ungültig macht, das heißt, sobald ihr da innen über diesen weißen Körb schießt mit den rechten Reifen, dann ist er ungültig, versucht hier am besten immer den so mittig zu nehmen, also dass er so ungefähr auf der Schiene fahrt hier so und den Körb so unter dem Hintern habt, das ist eigentlich perfekt, beschleunigt hier raus und fahrt hier am Ende, wo der Körb aufhört, wo ihr keine Versetzung habt, weil der Körb ja auch ein bisschen unruhig reinbringt, wieder auf die Strecke rauf und schießt hier mit Vollgas hier hoch zur nächsten Kurve. Bei dieser Kurve ist es ganz wichtig, rechtzeitig zu bremsen. Und zwar hier. Ja. Nicht da, wo der rote Curb anfängt, also wo der erste rote Strich ist, sondern hier, wo der Curb beginnt. Ja. Wo er so nach außen sich verbreitert. Hier bremsen. Hier kurz anbremsen. Ihr schaltet hier vom fünften Gang in den vierten runter und diese Kurve zieht ihr rum und fahrt hier über diesen Curb im vierten Gang. Im vierten Gang hier drüber. Aha. Und sobald ihr hier seid, auf diesem Curb, wenn ihr es richtig gemacht habt und habt den richtigen Schwung gehabt und habt richtig früh genug gebremst, könnt ihr hier auf dem Curb wieder Gas geben. Und ihr werdet sehen, wenn ihr auf diesem Curb Gas gibt, natürlich nicht voll, aber ihr beschleunigt schon wieder raus und sobald ihr runter seid vom Körb und habt die Linie, geht er ins Vollgas. Ihr werdet sehen, wie viel Zehntel ihr auf einmal hier wieder gut macht. Dann ist hier immer die Gefahr, aufpassen, die Linie nicht ungültig machen, nicht zu weit raus. Dass ihr sie nicht ungültig macht, zieht hier vor und dann seht ihr auf der rechten Seite, manche bremsen
da vorne, wo die Weise, in der, auf der rechten Seite, wo die Weise Begrenzung, Streckenbegrenzung anfängt, ist viel zu spät. Weil ihr hier genauso den Schwung mitnehmen müsst, also ihr müsst auf der Strecke echt den Schwung mitnehmen. Ihr habt so viele, auch hier in dem Fall in Bergaufpassage, wenn ihr hier zu viel reinbremst, seid ihr in der, bis ihr um die Kurve rumkommt, seid ihr viel zu langsam. Aha. Und dann müsst ihr, ihr seht ja, es geht bergauf. Das heißt, ihr müsst die ganze Strecke hoch wieder beschleunigen. Und die Geschwindigkeit, die ihr hier verliert, holt ihr den Berg hoch nicht mehr auf. Das fehlt einfach. Ihr müsst hier gucken, also ich fange immer an hier, wo rechts der rote Körb anfängt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Normalerweise schon. Also da ist ja dieser breite rote Körb dann, der hier anfängt oder beginnt. An diesem Körb auch nicht ganz nach links raus. Ihr müsst hier nicht ausholen. Ihr müsst hier nicht ausholen. Ihr könnt auch, wenn ihr genau guckt, an der Strecke sehen. Also ich fange hier an, bremse hier an in der Mitte der Strecke. Fahre hier noch so etwas in der Mitte vor. Und ihr seht, der Körb, die Strecke fällt nach innen ein bisschen ab. Das heißt, wenn ihr zu weit rauskommt, fehlt euch der Grip, weil ihr rutscht nach außen weg. Versucht hier innen zu bleiben und zieht hier innen dann im zweiten Gang hier rum. Zweite, wenn ihr okay. innen bleibt, hier könnt ihr schon wieder ins Gas gehen. Hier schon wieder ins Gas gehen und innen den Körb komplett mitnehmen. Voll raus beschleunigen. Lasst euch hier ruhig ein bisschen raustragen. Ihr könnt hier ruhig ein bisschen rauskommen, da passiert gar nichts. Und schießt hier vor. Normalerweise, also McLaren, so würde ich sagen, kann man im dritten bleiben. Ich fahre im Porsche hier im vierten Gang schon wieder beim Beschleunigen und bremse hier am Anfang des Körbs, wo der weiße, wo der rote Körb beginnt. Also der erste rote Querstrich vom Körb, bremse ich wieder an. Bremst hier bitte auch nicht zu spät. Ihr müsst hier nur kurz anbremsen. Fahrt hier ganz außen. Auf diesem roten Körb könnt ihr fahren. Bremst gerade an, weil hier müsst ihr gucken, diese zwei Schikanen sind gar nicht so einfach. Die können einem ganz schön aushebeln und man kann hier extrem viel Zeit verlieren. Ich würde hier außen bleiben, versucht das Auto rumzubekommen. Ihr könnt hier denn dieser erste ziemlich voll nehmen, also so ungefähr. Jo, okay. Ihr seht es auch oben, das Delta bleibt weiß, so drüber. Wenn es ein Schlag tut, dann habt ihr das Problem, dass euer Auto etwas zu tief sitzt, weil dann setzt ihr vorne auf dem Körb, auf diesem Muppel da, auf, wahrscheinlich mit dem Auto. Das heißt, normalerweise, so wie bei mir auch, müsstet ihr hier drüber kommen, es dürfte gar nicht viel passieren. Und stellt hier, wenn ihr hier drüber fahrt, das Lenkrad wieder gerade. Fahrt voll, gebt wieder Vollgas und nehmt hier den Körb mit dem linken Reifen leicht mit, aber immer noch gerade lenken. Also ihr müsst es richtig kriegen, dass ihr den Körb, ihr müsst praktisch am ersten so einlenken, dass ihr gerade durch diese zwei Körbs durchfahren könnt, hier drüber schießen. Und wenn ihr hier drüber seid und dann lenkt ihr erst ein, dann habt ihr nämlich keinen Gripverlust und das Auto versetzt auch nicht. Wenn ihr über die Körbs lenkt, habt ihr immer das Problem, dass die Autos nach links und nach rechts huppeln. Es wird echt sehr unangenehm und manchmal kommt man dann hier wirklich so weit raus, dass man da drüben in der Bande einschlägt, weil man das Auto so eigentlich eingelenkt hat, dass hinten das Heck so weit rumkommt. Nach dem Körper einlenken, also ersten Körper rechts, das Auto dann aufstellen über den zweiten Körper und dann einlenken, Gas geben. Einzulenken. Hier Vollgas vor, ihr seht, hier tut es ordentliche Schläge. Es geht aber, wenn man in Speed ist, ist es gar nicht so schlimm. Geht hier vor. Ja. Seht ihr dann rechts das schöne Häuschen mit der Nummer 16? Ich mache es immer so, ich lenke vor dem Häuschen schon leicht ein. So, mache das Lenkrad wieder gerade und bremse kurz an. Also vor dem Häuschen. Schon mal leicht eingelenkt, also die Linie genommen, die Linie Richtung dem Innenkörb. Und erst wenn ich eingelenkt habe, stelle ich das Lenkrad wieder etwas gerade, bremse kurz an und fahre im dritten Gang hier innen drüber. Ja. Ihr kommt hier innen drüber. Also ihr könnt die Kurve echt richtig schön schneiden. Ihr müsst gucken, dass ihr die Kurve mit der Geschwindigkeit so hinkriegt, dass ihr nicht zu weit rechts rauskommt. Okay. Ihr müsst hier gucken, deswegen das Schneiden immer sehr gut. Da ist die Kurve nicht ganz so scharf und ihr könnt die ein bisschen flacher nehmen und euch trägt es nicht ganz so weit raus auf die rechte Seite. Das heißt, ihr bleibt hier links und versucht euch hier ziemlich in der Mitte zu halten. Ihr könnt natürlich versuchen, weiter nach links zu kommen. Ihr habt nur das Problem, ihr tut das Auto so unruhig machen. Einmal nach links rumlenken, einmal wieder rechts rumlenken. Das Auto wird extrem schaukelt unruhig. Sich auf, ihr wird es im Heck merken. Besser ist, ein bisschen gerade zu fahren und hier auch ein bisschen mehr in der Mitte zu bleiben. Hier, wenn ihr rechts den rechten Körb wieder seht, den roten, würde ich sage jetzt mal so, auf die Entfernung
Es ist mir schwer, hier echt Punkte zu finden, auch in den Kurven. So in der Art, schon wieder anbremsen. Wenn ich selber nicht fahre, wieder schaue, werde ich so müde. Krass, Mann. Im zweiten Gang runterschalten. Zweiten, ja. Hier reinbremsen, leicht. Und sobald ihr hier an diesem Curb wieder seid, geht ihr schon wieder ins Vollgas rein. Und dann trägt es euch immer hier so schön raus über diesen Curb und ihr seid ungefähr hier und ihr seid hier ja. Vollgas raus. Dritter Gang, fahrt nicht so weit rechts, braucht man nicht hier. Dritter Gang, vierter Gang, Vollgas hier innen durch. Den Curb leicht mitnehmen, innen durch und versucht hier gerade zu fahren. Je gerade ihr hier kommt, umso besser, umso einfacher ist es, vorne die nächste Kurve leicht anzubremsen. Bei der Kurve, bei der Rechtskurve ist jetzt ganz wichtig, also es ist grundsätzlich eigentlich überall wichtig, früher zu bremsen. Ich versuche das immer wieder zu sagen, ihr seid nicht schneller, nur weil er später bremst. Ihr seid nur für eine ganz kurze Zeit schneller, bis er in der Kurve am Scheitelpunkt seid. Danach seid ihr wieder viel langsamer. Deswegen, und hier ist es genauso. Okay. Ihr müsst hier rechtzeitig bremsen und es ist eigentlich, wenn ihr links dieses Schild da, dieses komische Schild da seht, wenn ihr dieses Schild da seht und es verschwindet da, hier in dem Falle würde ich jetzt schon anbremsen. Aha. Leicht anbremsen, hier außen bleiben im dritten Gang, das Auto außen halten, einlenken im dritten Gang und sobald ihr hier seid, hier, ich muss nicht mal bis zum Scheitelpunkt, ich bin hier und hier in dem Punkt gebe ich schon Vollgas. Ich bin, die anderen, wenn ihr zu spät bremst, eiert ihr durch, ja, bremst bis hierher, bis ihr endlich das Auto rumgekriegt habt und dann geht er ins Gas. Mhm. Da bin ich schon 20 Meter im Vollgas und dann überhole ich euch jedes Mal hier in der Strecke. Habt ihr vorhin im Training auch gemerkt, da haben die bremsen viel zu spät. Da komme ich jetzt ganz locker vorbei, weil ich viel mehr Schwung mitnehme, wie das Bremsen. Ihr kommt auch hier raus, wenn er da, wo ich Gas gebe, fahrt er hier schön raus, zieht hier die Strecke entlang, fahrt hier runter, ja, gebt auch wieder Vollgas bis im vierten Gang. Und hier Anfang des Curbs, genau das gleiche, Anfang des Curbs wieder anbremsen, runterschalten, ich mit dem Schwung, den ich hier mitnehmen will, auch auf diesen Curb, schalte nur in den zweiten Runde. Der erste bremst mir zu viel ab, das brauche ich nicht. Ich schalte in den zweiten Runde, weil ich hier im zweiten über diese Ecke fahre und sobald ich hier auf dieser Ecke bin, gebe ich wieder Gas. Okay. Wenn ihr zu spät bremst, immer das gleiche Problem. Ihr kommt einfach nicht rum und ihr könnt viel zu spät Gas geben. Das heißt, viele fahren bis darüber raus wieder und jetzt sind sie endlich rum und jetzt geben sie Gas. Das werdet ihr merken, wie das Delta sich so verändert, wenn ihr am Curb Gas gebt und nicht erst hier. Hier wieder ins Gas gehen, den Curb kann man auch schön mitnehmen. Hier vorfahren, bis zum dritten Gang meistens. Dann hier ist es extrem schwer, einen Bremspunkt zu finden. Also ich habe schon alles versucht, hier was zu finden. Ich versuche es jetzt immer mit diesen rechts, mit dieser Laterne da oder was das da drüben ist. Also da ganz rechts, wo man auf der Scheibe sieht, die ist so etwas weit weg, aber sobald ich da vorbeifahre und diese Laterne huscht durch mein Sichtfeld jetzt, so wie jetzt, weg. Ist das nicht einfach mit der Curb hier? Mitte also jetzt ist sie hinter dem Sichtfeld, verschwindet sie, dann gehe ich ins Bremspunkt. Das Häuschen ist zu spät, viel zu spät. Ich versuche lieber ein bisschen früher bremsen, weil hier das gleiche zählt, hier nicht außen ausholen wie so ein Weltmeister, sondern versucht hier innen die Linie mitzunehmen. Schalte den ersten Gang runter, bleibt hier ganz innen. Und sobald ihr innen rumgekommen seid und seht... Im ersten Gang, okay. Das Ende des Curbs, so wie jetzt, also ich sehe das hier Ende, der Ende der weiße Curb endet, gebe ich schon wieder ins Vollgas. Gebe ins Vollgas raus, ja. Die hier rum, nutzt die Streckenbreite hier so mit, nicht zu weit rauskommt, okay. Zielt auf das Häuschen mit dem anderen Winker da, der jetzt winkt, ja. Und zielt auf dieses Häuschen und fahr praktisch in einer Linie die nächste Kurve wieder rechts rum. Also ihr habt praktisch ein schönes S, sage ich jetzt mal. Ihr fahrt die eine im Bogen, fahrt hier rum und bremst hier leicht wieder an. Ihr müsst hier, wenn ihr rechtzeitig bremsen heißt, hier auch wieder hier an der weißen Linie wieder auf quer über den Boden geht. Ist eigentlich perfekt. Wenn ihr da wieder bremst, müsst ihr keine volle Bremsung machen, sondern ihr bremst leicht an, schaltet im zweiten Gang runter und bleibt hier ebenfalls komplett innen an dem Curb und fahrt hier innen entlang. Nicht ausholen. Ausholen machen manche für die Hotlap, dass sie sagen, ich hole ein bisschen mehr Schwung
um dann einfach die Hotlap mit mehr Schwung zu hinzubekommen. Ist aber auch schon viel schief gegangen, weil man da außen überhaupt keinen Grip hat. Bleibt hier innen, versucht hier innen durchzuziehen und gebt hier auch wieder ins Vollgas rein und zieht hier wieder raus im Vollgas und fahrt hier wieder so den Curb mit und fahrt vorne nach dem Curb wieder ganz entspannt auf die Strecke. Da ist es nicht mehr, weil da der Curb zu Ende ist, ist geruckelt. Also nochmal im langsamen Durchgang, fünfter Gang, ankommen hier an dem Fleck, anbremsen, erster Gang, hier rumrollen lassen, leicht und schon wieder in dem Curb Vollgas geben. Okay. Ausbeschleunigen, maximal auf den rot-weißen Curb, hier rein, hier am Anfang des Curbs anbremsen, Spitze direkt nach innen ziehen, bleibt hier ganz innen am Curb entlang, und jetzt geht er ins Vollgas, wieder rum, bleibt links, Vollgas hier durch. Aha. Lasst euch schön so wenig wie möglich lenken, um den Grip so hoch wie möglich zu halten. Ist hier kurz anbremsen. Vierten hat er gesagt. Hier drüber und hier schon wieder ins Gas gehen. Rausbeschleunigen. Okay. Am rennroten Curb anfangen zu bremsen. Hier rumziehen. Bleibt ganz innen auf dem Curb. Zieht hier Vollgas raus. Beschleunigt hier wieder rum. Mhm. Hier anbremsen. Anfang des Curbs. Guter Gang. Hier drüber. Boah, okay. Ohne Probleme. Hier raus. Ihr könnt da ziemlich gerade rausfahren dann. Anbremsen, an dem Ding anbremsen, also hier im dritten Gang durch, zweiter Gang runter, hier rum und hier schon wieder in der Kurve voll rausbeschleunigen. Hier rum, vierter Gang, leicht anbremsen, dritter Gang, voll den Schwung mitnehmen und hier auf die Strecke raus, voll rausbeschleunigen, um einfach die Zeit mitzunehmen und nichts zu liegen zu lassen. Hier zweiter Gang, innen über den Innenkurs rüber, Vollgas raus, komm, jetzt verschwindet der Balken da. Innen rum und jetzt ins Vollgas gehen, rausbeschleunigen und wieder hier die Strecke hoch auf das Hüftgedehnte auf den Kerl. Hier anbremsen, innen bleiben, innen rumziehen und jetzt hier in der Kurve schon wieder ins Vollgas raus. Ihr habt hier genug, groß genug der Radius, um im Vollgas zu bleiben. Boah, ihr müsst die Kurven nur richtig erwischen. Wenn ihr zu eng fahrt, kommt er nicht rum, dann dreht euch das Heck weg. Okay, 27 Grad jetzt hier. Also, ne, immer schön anbremsen hier, zack, erster Gang, Schwung rum. Weit gewesen, das ist immer, wenn man erzählt dabei, dann hier runter, Vollgas runter, wie gesagt, weiter Gang, hier innen bleiben, komplett innen bleiben, Vollgas raus, innen bleiben, hier über den Körper leicht mitnehmen, Vollgas durchziehen, hier hoch, fünfter Gang, rechtzeitig anbremsen, hier drüber, einlenken, Vollgas ziehen. Hier anbremsen, zack, weiter Gang, einlenken, Auto in Stellung bringen und Vollgas rausbeschleunigen. Ihr seht, wie früh ich aufs Gas kann. Das kommt aber nur daher, wenn das Auto richtig steht. Platziert, zweiter Gang, rum, hier wieder mitnehmen, gerade fahren in das Auto, das darf dann hochgehen, aber es setzt nicht. Hier leicht anbremsen, dritter Gang, innen rum, Vollgas, zweiter Gang, innen rum, Vollgas aus. Es war zu eng gefahren. So, dann hier wieder über den Körper leicht mitnehmen. Hier anbremsen, leicht anbremsen, im Vollgas durch und hier Vollgas rausbeschleunigen. Hier wieder runter. Weiter Gang, rum, Vollgas raus. Vollgas wieder rein beschleunigen hier, an der Laterne wieder. Ersten Gang, rumfahren. Ersten Gang, krass. Das war viel zu spät. Jetzt seht ihr, wie die Zeit hier wegläuft wieder, das Delta. Und dann hier wieder voll rausbeschleunigen. Ihr könnt, wenn ihr den Schwung mitnehmt und müsst das Auto nicht von so langsam beschleunigen, könnt ihr echt früh ins Gas gehen. Das Problem ist immer nur, ihr seid in einem Mann kommt viel zu langsam. Mhm. Und wenn er dann ins Vollgas geht, müsst ihr das Auto viel mehr beschleunigen wie vorher. Und das heißt, dann wird das Heck extrem unruhig. 77, tiefer ist er nicht. Ein langsames Auto unter Vollgas in der Kurve. Wenn ihr Schwung habt, geht es umso einfacher. Zweiter. Hier innen bleiben. Funktioniert. 89. Wenn man es ein bisschen mit Übung macht, immer schön auf der Linie bleiben, immer schön durchziehen. Mhm. Jetzt okay, Körper rechts, kurz anbremsen, vierter. Um einfach den Schwung so komplett über den Körper, Alter. Eieiei, runterbremsen auf zweiten. Einfach den Schwung zu haben, um in der nächsten Kurve wieder den Vollgas durchzukommen. Voll weggerutscht hinten. Leicht verrutscht das Heck. Das liegt daran, dass die Reifen nicht auf Druck sind. Jetzt vierten Gang, voll über den Körb gerade halten, Gruppe, Lenkrad. Aus Gruppe, okay. Vor, anbremsen, innen durch. Zack, zweiter Gang. Vollgas rausbeschleunigen.
hier rum. Anbremsen, den ganzen Schwung mitnehmen hier. Und dann hier mit durch. Ihr habt den Grip hier auf der Strecke, da passiert gar nichts. Dritter Gang runter. Zweiter dann hin. Okay. Gang rum. Über den Körper. Vollgas raus. Boah. Hier rum. Anbremsen, erster Gang. Vollgas oben hier mit Speed. Rausgeschlossen, ihr könnt extrem früh aufs Gas hier auf der Strecke, ihr seht es, wenn ihr den Schwung mitnehmt. Hier auch rum, den Schwung schön rumziehen und dann hier im Vollgas rausbeschleunigen. Boah, okay. Seht, geht ganz locker. War jetzt eine entspannte Runde wieder. Und es ist trotzdem mit 44, also da geht so viel mehr auf der Strecke. Einfach nur jetzt versuchen, den Schwung immer mitzunehmen. Nicht zu spät bremsen, es bringt. Also ich glaube, ich spiele was anderes. Ich muss resignieren. Das kann ich, werde ich nie so perfekt schaffen. Ab jetzt Fortnite. Nächster Versuch von Racing Pro. Jetzt Fortnite Pro. Nicht, überhaupt nichts, wenn man mit allen Gewalt in irgendwelche Kurve reinbremst. Das Auto wird nur unruhig, es versetzt sich, es rutscht. Ihr macht die Räder kaputt, ihr überfahrt das Auto. Die Räder werden so heiß, der Grip lässt nach. Und ihr wundert euch hinten nach, jetzt bremse ich schon so spät. Und ich bin trotzdem, wie machen die das anderen? Ja, die bremsen einfach viel früher. Die nehmen viel mehr Schwung in die Kurven mit. Das ist der Unterschied dabei. Und sind deswegen schneller. Das sieht man auch, wenn man diese Hotlaps von den Aliens anguckt. Wenn ihr da mal genau hinschaut, wann die bremsen. Und das ist gar nicht so einfach, weil diese Bremspunkte passen immer nicht mit der Anzeige überein. Also es ist eigentlich immer ein Ticken früher, wie der Balken anzeigt. Und dann seht ihr, die bremsen teilweise viel früher. Aber die sind in der Kurve 10 km/h schneller. Aber nicht, weil sie reingebremst haben wie die Weltmeister, sondern weil sie einfach nur 80-90% früher gebremst haben. Also nur 80% gebremst haben anstatt 100 und haben den Schwung einfach mitgenommen, wo ein anderer einen Ticken später bremst, aber 100. Das Auto wird viel unruhiger, wenn ihr stärker bremst. Ihr versetzt das Auto, es wird rutschiger und gerade auf so Strecke wie auch Hungaroring ist halt das ganze Rutschen extrem tödlich für die Zeiten, weil ihr so schlechten Grip dann bekommt nach 2-3 Runden. Dass ihr die Zeiten gar nicht mehr setzen könnt, weil ihr die Reifen völlig überfahren habt. Deswegen versucht mit Schwung entspannt durchzuziehen, wird viel schneller. Ach du Scheiße, okay. Mann, danke ja. Tom, ey. Danke wieder. Das sieht doch mal so easy aus bei dir und ich sehe jetzt schon wieder die krass, großen Alter. Leute, wie sie alle da sitzen und sagen, ja, ja, sieht einfach aus, aber ja, auf jeden Fall schon. Keine Chance, niemals werde ich es so fahren. Ja, doch. Vielleicht kann ich einiges mitnehmen. Schauen wir noch 10-mal diese Beschreibung hier. Ich probiere einiges, aber alles ist schwer umzusetzen. Aber vielleicht schauen wir noch 10-mal das Video. Bis es Klick macht bei mir. Das sagst du. Ja. Ja, danke schön. Puh. Mal schauen, was ich mir noch gemerkt habe. Bisschen fahren. Schauen, was ich mir gemerkt habe, nochmal anschauen. Bisschen fahren, schauen, was ich mir gemerkt habe, nochmal anschauen. Aber jetzt erstmal kurz AFK. Krass. Okay, was als nächstes? Fortnite oder COD-Profi lernen? Ach, du Scheiße. Ist ja Endgegner. Thank you.
Geht weiter, Moonlight. Oh Mann. Bin ich gebrauchen da. Einfach psychisch gebrochen, sag ich. Geht weiter, Moonlight. Eieiei. Das, that was wild. Wer auch immer dieser Tom ist, der ist anscheinend gut. Mal gucken, ob ich denn was davon gemerkt habe. Erst einmal ein Schluck Spezi. Mir ist die Kamera nicht an. Hallo? Oh, appreciate, man, appreciate. Krass. Schon Carlo Fischikeller oder was? Gerne. Schauen wir mal, ob wir irgendwas mitgenommen haben, was der gesagt hat. Das war ja Court Competition, was wir da gesehen haben. Also der hat hier gesagt, wo der Curb anfängt. Oh, der ist hier gar nicht. Ach, der ist hier gar nicht bei der Version, wa? Mich denn hier bitte schön? Hier ist gar kein Curb hier. Dann müssen wir es irgendwie anders merken. Okay. Also das geht schon mal nicht. Hallo Tichonje. 20 Minuten Video gesehen von einem Profi, wie er die Strecke erklärt. Und ich glaube, ich spiele das Fortnite. Machst du mit? Vom Profi Autorennfahrer zu Fortnite. Ja, wenn du nicht mitmachst, dann kann ich auch hier bleiben. Das ist ja dann auch egal, weiß ich mein. Ja, das ist mir zu realistisch. Ich brauche irgendwas Doofes. Irgendwas Buntes, was Bescheuertes, wo einfach Blödsinn ist. Ja, genau. Hast du recht. Den Curb ganz mitnehmen, okay, zu spät gebremst. So, hier ein zweiter runter, glaube ich, dann beschleunigen.
Mach das. Leagoe auf Leganz, habe ich schon mal gehört. Achso, nee, ich muss von außen. Wie soll ich denn das so umsetzen, Alter? Leagoe auf Leganz. Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Ich meine, ob Fortnite oder Legalal oder ist das alles gleiche, Mann. Das habe ich gehört. Nah dran, ja. Aber es glaube ich, da ist fast jede Community so mittlerweile. Wow! Ich habe schon oft gehört, dass die Community von Leganz sehr, sehr wild ist. Gehört hat die schlimmste bis jetzt, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie toxisch die RP-Community ist, wenn da jemand was Doofes macht. Imagine, man macht irgendwas Komisches und ist man einfach gebannt bei der RP-Community. Mal vorstellen. Ich soll den ersten Körb voll fahren und den zweiten nicht. Nee, nur ein bisschen oder was? Das ist nicht schwer. Ich probiere jetzt die Sachen aus, die der gesagt hat, obwohl ich mir nicht mehr alles merken konnte. Ich würde einfach in den Crusader-König reingehen, Tucho. Gehst du in den Crusader-König rein, dann passt das. Ist alles anders egal. Oder gehst du in den Last Crusader rein? Scheiße, hab so einen Crusader dabei. Oder in den Stern-Crusader. Hier geht er schon auf Vollgas. Wie willst du denn das machen? Wie willst du denn auf Vollgas gehen, Alter? Watch your speed. Minecraft 5. LOL, 4. GTA 3, WOT of Kids, World of Tanks, okay. Call of Duty, FIFA meinst du? You're all clear. Stay behind the line. Ja gut, Fußball kann krass sein, auch im Real Life. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, du bist dessen ein Fan von dem und dem Team und der ist das nicht, zückt er sofort das Messer.
Wer ist denn? Wer hat denn eine Statistik drüber? Track limits, this lap will be deleted. Ach nee, dritter hat er hier gesagt. Hier zweiter. Ich muss da näher ran, Mann.